So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch, Tag 53, Teil 53. Wir haben den 5. Mai 2026. Ja, das habe ich im letzten Video euch ja schon erklärt. Also wir leben ja auf dem Land. Meine Frau, meine Tochter und ich, wir sind aufs Land gezogen. Ja, wir wollten eine Veränderung haben. Die ganze Corona-Situation ging ja auch immer weiter, immer weiter. Ende 2020, die dritte große Pandemiewelle und so weiter. Und wir merkten irgendwann, wir wollen auch raus. Und wir hatten ja immer schon den Wunsch quasi, auch so ein bisschen was zu verändern, auch nochmal wohnlich zu verändern, auch der Tochter nochmal die Möglichkeit zu geben, einfach mal nicht im Garten, sondern auf einer Wiese oder irgendwie sonst wie zu spielen. Und dann gab es einfach die Möglichkeiten. Da sind ja nicht wenige Menschen, eigentlich Tausende, sind dann wirklich aufs Land zurückgegangen, was ja damals erstmal so ganz komisch klang, ja, und es war jetzt überhaupt nicht so, dass das irgendwelche Aussteiger waren. Also auch wir waren keine Aussteiger oder hatten da Angst vor der Apokalypse oder irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Aber was ja passierte, war, dass Ende 2020, 2021 dann der Beginn diese unglaublich große Digitalisierungskampagne der Bundesregierung und auch der Länder stattfand. Und wir wussten plötzlich, wow, wir haben in sehr kurzer Zeit, haben wir überall flächendeckend Hochgeschwindigkeitsinternet. Wir können also schon mal arbeiten. Man hat den öffentlichen Personennahverkehr umgebaut in einer völlig neuen Form. Heute, ja, haben wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche einen extrem gut getakteten öffentlichen Personennahverkehr. Du musst mit dem, was in der Region ist, nur quasi an einen der großen Knotenpunkte kommen und dann bist du in der Regel quasi von der Haustür bis zu deinem Ziel, zumindest in Deutschland, in 4,5 Stunden da. Ja, also wow, hat sich extrem, das alles zu extrem geringen Preisen. Ja, also Digitalisierung sei Dank, ganz andere Taktung möglich, ganz andere Technologien. Die Automobilkonzerne sind wirklich Mobilitätskonzerne geworden. Ja, natürlich gibt es auch noch Autos, die natürlich ganz andere Antriebe haben, das ist klar. Aber man braucht einfach so auch nicht mehr. Also kaufen tut man das Zeug nicht mehr. Ja, also man gab dann irgendwann die Mobilitätsflatrate quasi, wo die Menschen dann einfach jedes Jahr Geld bezahlen und dann haben sie ganz viele Optionen, Möglichkeiten und können sich damit bewegen. Und Individualverkehr im Sinne von Carsharing ist natürlich noch möglich. Und irgendwann war halt wirklich der Punkt erreicht, dass die Leute sich gefragt haben, wofür soll ich mir ein Auto kaufen, das irgendwie, was ich 70, 80, 90% seiner Lebenszeit rumsteht. Ja, was natürlich auch für die Städte und Gemeinden einen großen Vorteil brachte. Wir mussten nicht mehr alles irgendwie auf Straßen planen. Mussten nicht mehr diese Parkplatzproblematik bedenken und so weiter. Also wirklich tolle Sachen. So, hatte ich aber schon im letzten Video erzählt, was da alles passiert ist. Was ihr im Hintergrund seht, ja, sieht man noch so aus, als wäre es auch im Jahr 2020. Das ist ja diese Projektion, die ich damals erstellt habe, als wir ausgezogen sind. Damals gab es ja dann diese super tollen VR-Scanner, mit denen ich das irgendwie so aufgenommen habe. Ja, und wir sind glücklich, ne? Wir haben Hochgeschwindigkeitsinternet. Es ist so, wir sind jetzt mehr in der Natur, ja, aber wir sind jetzt auch nicht weit entfernt von der Stadt. Wir haben trotzdem Urbanität. Jetzt sind ja sehr viele Menschen aufs Land gezogen. Auch diese ersten Konflikte, die es so gab, auch was so Kultur und Modelle anging, so zwischen Land und Stadt, das haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gut hinbekommen in Deutschland. Und in anderen Ländern, ja, Frankreich, Italien, hat das ja auch wunderbar funktioniert. Also sehr beeindruckend, was da so in 6 Jahren wirklich möglich war, finde ich wirklich klasse. So, und heute möchte ich gerne darüber reden, weil mir das immer wieder durch den Kopf geht und ich dann neulich mit meiner Frau, ihr wisst ja, die leitet ja eine Bibliothek, macht sie ja immer noch, wie das quasi also wie so bestimmte Institutionen sich einfach so in dieser Zeit während und nach dieser Corona-Krise verändert haben. Und ich mache das mal fest an einer Bildungsinstitution, einer Kulturinstitution, wobei bei Bibliotheken, also das ist eine der Institutionen, man ja auch sagen könnte, es wäre auch Kultur, ja, also es ist immer die Frage, sind nicht alle Bildung und Kultur oder so, kann man jetzt lange diskutieren. Aber es gab da eben die Bibliotheken und es gab die Museen und die beiden Institutionen haben sich ja massiv verändert, ja, haben sich ja wirklich ganz, ganz, ganz massiv verändert und sind eigentlich überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Ich bin da total stolz drauf, ja, wenn man sich überlegt, ich war ja selber auch in so 10 Jahre davor, so im Jahr so 2010, 2009, gehörte ich ja zu denen, die auch da ganz intensiv im Bibliothekswesen, im Museumswesen versucht haben, Dinge anzuschieben, neue Wege zu ermöglichen und das war auch noch zäh teilweise, ja, und natürlich gab es dann große Sprünge nach vorne, also es gehörte ja zum guten Ton für eine Bibliothek in irgendeiner Form, irgendwas mit Gaming zu machen oder eine Facebook-Seite zu haben und natürlich hat man auch digitale Angebote gehabt, ne? Also man hat dann Datenbanken gehabt, man hat irgendwie E-Books angeboten, es gab dann auch die ersten Film- und Musikstreaming-Plattformen, also das war alles ganz, ganz interessant, aber trotzdem hat diese Corona-Krise natürlich gezeigt, ja, wo auch die Grenzen an dem Ganzen sind, also was eben nicht funktioniert, ja, und da muss ich sagen, bin ich sehr stolz
stolz, was da so Bibliotheken und Museen so in den letzten Jahren, so bis heute, bis zum 5. Mai 2026 alles geschafft haben. Ja, also ich meine, bei Bibliotheken, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, dieser Punkt, wo man nochmal diese Reflexion gemacht hat, nochmal genau drauf geguckt hat und gesehen hat, wo liegen eigentlich unsere Stärken und Schwächen, dann gab es ja, kennt ihr ja auch die Situation, dass beispielsweise die Problematik war, die Schüler sollten wieder in die Schule gehen. Ja? Dann brauchten die natürlich auch irgendwie Materialien, Lehrmaterialien, gerade auch um nochmal tiefer zu gehen oder auch wenn sie Schwierigkeiten mit dem Thema hatten, Lernhilfen zu bekommen, die waren größtenteils analog. Die gab es in den Bibliotheken, aber die Bibliotheken waren geschlossen. Ja, und ich fand, es war ein super großer Sprung, dass man zumindest schon mal komplett im Bildungswesen, also was Schulen angeht, gesagt hat, wir digitalisieren einfach mal radikal alles. Ja, also diese Sache hatte sich ja dann endgültig gelöst Ende 2021, dass wirklich keine Schulbücher mehr da waren, sondern da hatte jeder sein Tablet oder wie auch immer. Natürlich konnte man auch noch analog mit Büchern arbeiten. Die Sorge, die ja viele hatten, dass dann so dieses Leseverhalten nicht mehr da ist oder sich und so weiter und so fort, das war natürlich ernst genommen worden. Man hatte dann auch Modelle dafür entwickelt, wie man das so digital analog zusammenbringt. Aber dieses Grundproblem war schon mal dann. Das zweite Problem war, dass es ja niemanden in der Gesellschaft gab, der wirklich wusste, was es alles an Lernmaterialien da draußen gibt. Ja, es gab dann so ein paar, ich sage es mal, offizielle Angebote, was es wirklich alles gab. Ich meine, wie viele Bibliothekare wussten, was es da alles gab und wie sollten die das auch machen? Bei YouTube und Co. gab es tausende von Videos und so weiter und so fort. Und das fand ich eine ganz tolle Idee, dann zu sagen, dann ist das doch erstmal eine Kompetenz, die wir jetzt aufbauen müssen, dass wir sagen, wir versorgen die Menschen mit den relevanten Informationen, die sie brauchen. Im ersten Schritt ging es ja erstmal um den Bereich Bildung und Schule vor allen Dingen. Wir brauchen, ganz egal, ob das nun in irgendeiner Form bei uns irgendwie, wo wir einen speziellen Zugang zu bieten oder nicht. Also es ist völlig egal, ob es eine Datenbank ist, wo wir als Bibliothek den Zugang zu bieten oder ob es YouTube ist, sondern wir sind die Experten. Da hat man Netzwerke gegründet, große Netzwerke, hat sich ganz anders in den sozialen Medien aufgestellt, ne? Und heute sind die Bibliotheken die zentralen Ansprechpartner und es ist völlig egal, ob da Zeugs dabei ist, was irgendwie in irgendeiner Form wirklich noch geschlossenes System ist oder oder ob es offen ist, das ist völlig egal. Bibliotheken sind da sehr gute Ansprechpartner geworden. Auch natürlich, weil die Kommunen dann endlich verstanden hatten, zum einen, wir müssen die Bibliotheken radikal digitalisieren. Das war ja auch nochmal eine Riesendiskussion. Also, dass man sie auch rausgelassen hat aus den städtischen IT-Systemen. Das war ja der Beginn quasi, als die Bibliotheken und die Museen aus den städtischen IT-Systemen rausgegangen sind und eigene Modelle aufbauen konnten. Und dann dadurch gab es natürlich ganz andere Modelle. Das war der Startschuss. Heute sind wir ja froh, dass wir diese IT-Agenturen in den einzelnen Städten haben, die selber gar nichts mehr betreiben im klassischen Sinne, sondern die nur noch Supporter sind und dafür sorgen, dass alle quasi frei sich im Internet bewegen können, alles machen können, nicht darauf warten müssen, ob sie ein Add-on runterladen dürfen oder dies oder, sondern die Mitarbeiter einer Bibliothek, eines Museums und auch die Kunden dürfen alles. Und da gibt es ein Team von Leuten, die dafür sorgen, dass es abgesichert ist. Großartig, ja. So, und das war ja, glaube ich, ein riesengroßer Sprung für die Bibliotheken. Das eine war die Digitalisierung. Das zweite war natürlich dieser Punkt, dass die Kommunen gesagt haben, es geht nicht mehr darum, dass da eine Bibliothek in unserer Stadt oder unserer Gemeinde ist und die ist nur für unsere Stadt und unsere Gemeinde da. Denn von uns bekommen wir das Geld und man hat verstanden, dass es ein riesiges Netzwerk ist. Ja, und es ist völlig egal, ob du in München bist als Bibliotheksmitarbeiter und jemandem hilfst, der vielleicht gerade in Hamburg ein Problem hat oder so, weil es als Netzwerk viel stärker funktionierte. Das war, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis, ein ganz großer Schritt nach vorne. Und dann ja natürlich nochmal die Neuaufteilung auch der Aufgaben, ja, dass man gesagt hat, wir haben also in Bibliotheken zum einen diesen Medienbereich, da geht es darum, alles, was mit Medien zu tun hat, wo es darum geht, sie vorzuhalten, so sie denn geschlossene Systeme sind. Das heißt, man kommt da ohne weiteres nicht ran, aber auch Wissen darüber zu vermitteln im Sinne von, wie kommst du da hin, wie kannst du da helfen, Informationskompetenz, Medienkompetenz und so weiter. Und dieses Cluster, das war ja ein ganz wichtiger Punkt, was ja dazu führte, dass man irgendwann auch festgestellt hat, es gibt immer mehr Bibliotheksmitarbeiter, haben wir ja heute auch, wo diese klassische Bibliothek, wo da so Gebäude sind, das ist ja eigentlich heute noch eine Bühne quasi, in der du dich bewegst, ja, also es ist ja nicht mehr, das ist ja wie so ein, das ist ja nichts mehr, was du wirklich brauchst, ne? Also heute wissen wir, wenn jetzt in 2026, 2027 irgendwie sowas passieren würde, wieder, dass irgendeine Pandemie zum Beispiel kommt oder eine Umweltkatastrophe oder, da haben wir aber unsere 10.000 Bibliotheken, die vollautomatisiert sind, wo du zumindest mal sichergestellt hast, wenn du Bücher, Medien, andere Formen von Medien brauchst,
die du nicht digital bekommst, ist das vollautomatisch, da brauchst du keinen Menschen mehr. Ja, das war ja auch, das war, ich weiß noch genau die Diskussion 2023, als man als bayerische Bibliotheken auf die Idee gekommen sind, eine Art, was war so eine Art Think Tank und Joint Venture mit Amazon einzugehen, ja, und daraus dann diese neue Idee von einer neuen Form von öffentlichen Bibliotheken in Bayern rauskam. Ein großer Aufschrei, ja, und heute weiß man, heute haben die Bibliotheken mehr Mitarbeiter, als sie davor hatten. Ja, und die Mitarbeiter haben mehr Zeit, mit den Leuten zu arbeiten. Weil das war die zweite Säule dann, dass man hingegangen ist und gesagt hat, super, und jetzt tun wir ganz viele Dinge, wo wir uns um die Menschen kümmern, mit ihnen zusammen, vor Ort, mit ihnen arbeiten können. Das hat man dann auch digital gespiegelt. Ja, und heute sind das, ich meine ganz ehrlich, ich habe eine Alexa und ich habe meinen Librarian. Ja, und beides sind Systeme bei uns, ja, und ich kann beide aufrufen. Ich meine, überlegt euch mal, ich kann mich noch gut dran erinnern, ja, ich war ja immer schon Jazz-Fan, auch damals ja schon, ich bin groß geworden, ja, ich liebe Jazzmusik, heute noch. Und dann war ich ja so begeistert bei Amazon, fand man ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich war ja Amazon-Music-Kunde, kein Spotify-Kunde. Und dann gab es ja die Situation, dass ich versucht habe, diesen Algorithmus mal zu nutzen. Ne? Also dieses so Kunden, die also weißt du, wo man Amazon, die Alexa dann sagt so, schau mal, das, was du gehört hast, da würde ich dir empfehlen, dass du das und das auch noch hörst. Und das war ja immer fürchterlich. Denn die Qualität, ja, die Qualität der Empfehlungen waren ja fürchterlich. Und dann gab es ja, das war ja diese andere Richtung, dass einfach die Qualität, die Beratungsfähigkeit dieser künstlichen Intelligenz, dieses Algorithmus, den wir bei Alexa, bei Amazon, Spotify und Co. einfach extrem besser wurde, weil einfach ganz viele Bibliothekare mit Amazon zusammengearbeitet haben und ganz neue Formen der Erschließung ermöglicht haben. Als dann die Communities noch mit dazu waren, wow, weiter 2024, großes internationales Library Amazon Community Treffen, damals in Nürnberg, ja, ein riesengroßes Thema, hätte nie jemand für möglich gehalten, dass sowas überhaupt machbar ist, ne? Und dann gucken wir uns die Museen an. Ja, bei Museen war es ja genauso, also ein ganz, ganz tolles Ding, es hat mir so gefallen, ja, also dieser Tiefpunkt quasi 2020, 2021, als die Museen gemerkt haben, dass sie doch gar nicht so weit sind in der Digitalisierung, wie sie immer dachten, ja, und dann gab es ja diese, werde ich nie vergessen, diese große Konferenz in Kassel, ja, die kam ja von den Leuten damals von der Start-Konferenz, die haben das ja damals mit aufgebaut, ich durfte auch mit dabei sein. Und dann hatten wir diese Konferenz und dann gab es ja erstmal diese berühmte Rede, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich vergesse das immer den Namen, sorry, diesem chinesischen Kollegen, der gesagt hat, vergesst Kulturmarketing, vergesst das ganze Marketing auf den sozialen Medien, hört auf damit, sinnlos die Leute aus dem digitalen Raum in den analogen pressen zu wollen, sorgt dafür, dass sie das Digitale als eigenen Erfahrungsraum wahrnehmt, ja, sorgt dafür, dass sie da ganz neue Wege gehen müsst, dass ihr ganz neu, denn das war ja großartig, dann gab es ja auch die wunderbaren Kollegen aus den USA, also auch das ist ja sowas, ne? Dass wir endlich diese sinnlosen Kindereien zwischen USA, China und Russland und den ganzen Kriegskammern ein bisschen runtergeschraubt haben, ja, und wieder mal zusammen arbeiten können. Fand ich auch ganz toll. Aber unabhängig davon, dann gab es ja diese Konferenzen, dann gab es ja dieses Manifest, wisst ihr noch, dieses Manifest, das Kasseler Manifest, wo dann festgelegt wurde, ja, ich meine, es ist auch schon, ne, war es 23, 24, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, es hat ja ein bisschen gedauert nach der Konferenz dann noch, ich glaube, es war Ende 24, es gab eine Konferenz, dann glaube ich, ja, so war es. Und dann gab es dieses Manifest, ja, ich glaube, Ende 24, und das haben ja ganz viele unterschrieben, und das war ein Traum, ja, ein Traum, wo nämlich die Museen dieser Welt gesagt haben, wir sind erst dann erfolgreich, wenn alles, was wir analog haben, auch digital vorhanden ist. Und nicht nur in sinnlosen, schwer nutzbaren Datenbanken, sondern wir müssen für alles neue Vermittlungskonzepte machen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Digitale dem Analogen gleichwertig ist. Ja? Und dann ging es nämlich nicht mehr darum, dass man gesagt hat, na, du kannst dir das Digitale mal angucken, du machst das mal. Aber die Wahrheit, das echte Werk, da musst du doch ins Analoge gehen. Ja? Was ja nie jemand bezweifelt hatte. Es hatte ja nie jemand gesagt, also ich ja damals, wisst ihr noch, 2015 hieß es ja auch immer, ich wäre dafür, dass man irgendwie alle Museen und so weiter und so fort, nur noch digital, aber dann würde das echte, das, nein, es ging ja nie darum, dass man sagt, wir schaffen das Analoge ab. Und es war natürlich jedem bewusst, das ist etwas völlig anderes, ob ich auf einen Computerbildschirm oder auf ein iPad drauf gucke, oder ob ich in irgendeiner Form etwas sehe, was live sehe und davor stehe, ja, und so quasi die Aura einatme.
Ja, und das ist natürlich was gewesen. Und dann haben wir verstanden, nein, es ist etwas anderes. Ja, es ist etwas anderes. Und beides ist wichtig. Und beides gehört zur digitalen, analogen Lebensrealität der Museen. Dass dann natürlich die gesamte bundesdeutsche Kulturförderung darauf einstieg, ja, und zusammen mit mehreren Stiftungen gesagt hat, in Zukunft werden wir erstmal für 3, 4 Jahre, das läuft ja jetzt 2000, nicht stimmt, es waren 2 Jahre, waren es, ja, war jetzt 2026, läuft es ja aus. Ne? 2025, 2026 waren diese beiden Förderjahre, wo ja irgendwie, was Land, damit, glaube ich, 3,9 Milliarden Euro ausgegeben worden sind, um einfach mal mit unglaublich viel Energie und Kraft da reinzugehen und die Museen komplett in die digitale Welt zu tragen. Ja? Und selbst die Schärft, klar, es gibt nur noch ein paar Kritiker, die immer noch aus der erzkonservativen Ecke, die das jetzt ganz doof finden, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, was ist da alles Tolles passiert? Ja? Und heute ist es völlig normal. Ich meine, das ist beispielsweise was, wir haben darüber gesprochen. Das war ja auch damals, als wir weggezogen sind aus Nürnberg, ja, also Ende 2020, Anfang 2021, dann auch überlegt haben, so, boah, haben wir dann Kultur dort, ja? Also ich wollte jetzt auch nicht nur die ganze Zeit irgendein Dorftheater mir angucken oder irgendwie die gebackene Musik auf der Kirmes oder irgend sowas. Also das war es jetzt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Und dann aber zu erleben, wie die neuen Konzepte griffen, ne? Wie du plötzlich mit Projektionstechnologien deine Wohnung mit erstmal angefangen hast, mit Werken zusammenzubringen, dann diese neuen Vermittlungskonzepte. Diese ganzen, wisst ihr noch, als 2022 dieses große Förderprogramm der Länder kam, wo Gamification und Museum nochmal komplett neu gedacht wurde, wo nicht mehr so 2, 3 kleine Beratungsfirmen reinkamen oder 3 Leute, die irgendwann mal eine Studie gemacht haben, sondern wo man wirklich mal in einem riesengroßen Modell ganz viele verschiedene Ansätze hatte. Das ist ja bis heute noch, diese Welle schwappt, die ist ganz Europa geschwappt und so weiter. Und das finde ich, das war toll. So, was haben wir heute, ja? Heute haben wir die Situation, dass du überall, wo du bist, Bibliotheken bei um dich herum hast. Bibliothekare, du hast sie virtuell, du hast sie real, ja. Du hast sie in allen möglichen Variationen, du hast Museum überall, ja. Wir sind unser eigenes Museum, diese ganzen Sachen, die auch sichtbar werden. Ich habe das neulich gehabt, da bin ich in ein Museum reingekommen. Ich durfte ja mit 2021 habe ich ja an diesem Projekt mitgearbeitet, das Museum des Algorithmus. Ja, das war ja eine Idee damals bei meinem Corona Transformation Tagebuch, die Idee. Das ist dann wirklich auch, kam eine Anfrage und ich sollte das wirklich bauen. Und das haben wir dann gemacht mit ganz vielen total spannenden Menschen aus der ganzen Welt. Ja, und es war total fast ein Museum, das von der gesamten Logik so funktioniert wie ein Algorithmus. Und dir dann und auch die Kritik an dem Algorithmus zeigt. Ne? Und das ist das, was ich total toll finde. Und heute arbeiten viel mehr Menschen in Museen und Bibliotheken, als es jemals zuvor war. Ja? Und alles ist digital greifbar. Und gleichzeitig haben natürlich die ganzen analogen Orte eine komplette Aufwertung erfahren. Ja? Aber natürlich sehen sie auch ganz anders aus, als sie damals aussahen. Ja? Und das finde ich sowas, was ich total faszinierend finde. Das war ja meine alte These. Ja? Und ich bin ja auch oft dafür ausgelacht worden oder beschimpft worden, dafür ich gesagt habe, wir haben, also meine These ging ja damals von dem Buch aus, dass ich gesagt habe, durch die Digitalisierung ist das Buch aus dem Gefängnis befreit worden, das einzige Bildungsmedium zu sein. Jetzt kann ich mir selber entscheiden, wie ich das mache. Jetzt kann ich mir selber überlegen, ob ich eher ein elektronisches Buch lese oder ein YouTube-Video lese oder dies oder das oder jenes mache. Ist völlig egal. Alles kann mir helfen, um zu bilden. Denk du an die große YouTube University, also wenn man es geschafft hat, als Projekt mal eine Universität zu bauen, wo Leute zugeben, nicht in allen, also man hat das auf ganz bestimmte Themenbereiche runtergebrochen natürlich, ja, aber man konnte da studieren, bis heute kann man da studieren, man kann einen Abschluss machen und man guckt sich nie ein Buch an, man macht alles mit YouTube-Videos, ist ein Experiment, ja, und es geht auch nur bis zum Bachelor und so weiter, ist mir alles klar, ja. Aber hochfasziniert. Ne? Also das Buch ist befreit worden. Diese Menschen können jetzt bewusst entscheiden, ob sie das Digitale oder das Analoge haben. Aber beim Museum auch. Ne? Ich kann bewusst entscheiden, ob ich das virtuell oder analog mache. Und plötzlich sind die Museen voll, aber digital auch. Und wir haben ganz viele, gut, dass jetzt bestimmte private Fernsehsender und Boulevardzeitschriften den Bach hinuntergegangen sind. So what? Kann passieren, ja? Mir doch egal, ja. Hat mich eh nie groß interessiert. Ich fand das eh ganz schlimm, dass es das gab. Und ich glaube aber auch, das ist ja so eine alte Theorie immer, ne, von den Medienwissenschaften, dass die immer sagen, ja, dass diese neue Digitalisierung der Bibliotheken und Museen dazu geführt hätte, dass quasi so Boulevardmedien und auch so viele private Fernsehsender starben. Ich glaube einfach eher, dass die Leute dann so Ende 2020 auch genug davon hatten, so. Weil ihnen irgendwann klar geworden ist, wir stehen vor sehr komplexen Problemen und wir müssen in diesen komplexen Problemen uns auch mal überlegen, wie gehen wir damit weiter um, wie kriegen wir das
hin und dann können die uns natürlich nicht weiterhelfen, weil das eher so populistische Schreihälse sind. Also insofern, ja, ne? Aber wie gesagt, so, jetzt muss ich wieder los, weil Töchterchen kommt von der Schule. Ja, ich meine, wir wollen heute nochmal raus. Wir haben mit Drohnen heute ein bisschen rumgebastelt. Und sie wollte unbedingt eine eigene Drohne bauen. Das ist so ein klassisches Problem, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Drohne gebaut. Ich habe keine Ahnung davon, wie man eine Drohne baut. Und dann haben wir halt den Virtual Librarian kontaktiert, weil das einfach auch besser funktionierte. Und das Phänomen war ja, wir sind jetzt auf der dritten Stufe. Das heißt, wir haben die Grundsachen alle gemacht, die wir machen mussten. Wir konnten auch beweisen, dass wir das können, ja. Und jetzt haben wir heute wirklich ein Treffen mit einem echten Bibliothek. Ja, der ist zwar erstmal virtuell und dann hilft er uns, diese Drohne da zu bauen. Das ist total genial, ne? Also find ich total abgefahren. Und dann fahren wir nach Nürnberg, ja, zum großen Drohnentreffen. Ja, und es ist so ein Tag, da sperren die gesamte Altstadt ab. Ja, die gesamte Altstadt ab und da ist so ein Modell entworfen worden, dass man wirklich dann über der Burg fliegen kann, Aufnahmen machen kann, ja. Und damit natürlich keiner verletzt wird, macht man das natürlich dann eben mit einer abgesperrten Sache. Und die coolsten Drohnen, die am meisten können, gewinnen dann einen Preis. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ja. Genießt die Zeit, ne. Ich bin mal gespannt, so, was die nächsten Jahre noch so bringen mögen. Apropos, ich wurde gefragt, ich trinke immer noch Kaffee. Mhm. Und ich liebe es immer noch. Bis dann. Tschüss.